muss gerade sagen, die Bilder von Möppelchen sehen gerade sehr spannend aus. Also, ja, Standbildpixel und aber wie die Pixel manchmal sind sehr cool. Da, das sieht sehr. Könnte es auch irgendein ein Auftraggeber sein, der nicht erkannt werden will? Genau so, das hast du jetzt absichtlich gemacht. Das da ist doch Absicht, oder? Ich meine. Ich hab nichts gemacht. Gar nichts gemacht. Hallo Sabrina, einen wunderschönen guten Abend. Hallo Sabrina. Wer ist Sabrina? Sabrina ist diejenige, die gerade reingekommen ist und Hallo gesagt hat. Ich habe nur Hallo zurückgesagt. Ja. Wenn ich anders Hallo zu Sabrina sage, dann sage ich Hallo Sabrina. Hi. Schon wieder okay. Dieses Horrorbild mit Falk. Hallo. Du musst mich nicht ernst nehmen, ne? Also alles locker, ne? Ich will jetzt auch nicht deine Telefonnummer sofort haben. Nee, die will er später. Ich mach alles locker. So direkt ist er dann auch. Muss noch ganz sagen, ich bin Single, aber. Du kannst es noch ändern. Genau. Noch bin ich heute Single. Kannst du aber heute ändern, wenn du willst? Nein. Ruf mich an! Komm, spielen wir mal wieder weiter und das nicht am Telefon oder so. Ist ja schlimm. Alles super, bin genauso verrückt. Finde ich gut. Ich komme übrigens aus Nordrhein-Westfalen, Sabrina. Es tut mir leid. Okay, ihr seid jetzt in den Raum drin. Du bist komisch. Ich bin komisch, ja, ich versuche immer komisch zu sein. Also jetzt nicht in dem Sinne von lustig oder so. Sie nicht, das ist gut. Ja. Er ist aber rausgegangen. Also der Supername ist gerade rausgegangen. Also. Was? Der Arschzocker ist gerade rausgegangen. Der hat zugeguckt und ist wieder gegangen. So arschig hier. Ja. Kann ich verstehen. Nicht flirten, spielt weiter. Ja, ich. Ja. Machen wir. Also, setzt euch. Cool, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Ich hätte da vielleicht einen kleinen Job. Ist jetzt nichts Großartiges. Aber ihr habt schon vielleicht mitgekriegt. In der näheren Zeit ist Halloween. Und das ist immer so der Ansporn von den Halloweenern, die Straßen unsicher zu machen. Selbst die unsere hiesigen Einsatzkräfte schafft es nicht, ihnen Einhalt zu gebieten. Jetzt könnte ich mal sagen, ihr müsstet mal ausnahmsweise was Gutes tun. Allerdings werdet ihr dafür auch bezahlt von jemand, der gerne will, dass sein Grundstück von den Halloweenern freigeräumt wird. Kriegt ihr das hin? Kommt auf die Bezahlung an. Wir könnten so eine Art Kopfgeld draus machen. Allerdings nehme ich das wörtlich. Jeder Kopf bringt wie viel? Pro Kopf. User entered your channel. Pro Kopf kriegt ihr 5000 Nguyen. User left your channel. What the fuck? Wer geht, wer kommt? Da ist jemand einfach in den Schatten reingekommen. Wer kommt denn hier in den Raum rein? Oh, das ist geil. Kritisch. Oh, ich geh wieder. Ach, guck an. War mal wieder der Steffen. Wieder? Ja.
What the fuck? Der hatte Sehnsucht einfach nach uns. Das vermisst, eindeutig. Gibt's gar keine Diskussion. Yellow, Mina. Ja, genau. Aber echt jetzt? Ja, die sagen immer zu den Wien. Hello. Hello. Hello, Wiener. Hello, Wiener. Hello, Wiener. Ja, was ist Hello, damit? Wiener. Ja, ihr seid komisch. Ja. Also die Halloweener sind so eine, kann man als Motorradgang brutalster Art und Weise sehr miteinander ver. Die sind schon sehr strategisch und auch sehr gut organisiert. Also deswegen. Sie sind halt. Sie sind ein Problem geworden in den letzten Jahren. Erst haben sie sich in Amerika ausgebreitet und jetzt hier in Deutschland. Also, ihr müsstet auch nicht die ganze Stadt reinigen oder so. Aber ein bestimmter, sagen wir einfach, ein bestimmter Kunde möchte einfach, dass ihr euren Dienst bei ihm tut und ein bisschen den Saubermann spielt. 5000 pro Kopf und ihr müsst mir jeden Kopf bringen. Ihr könnt auch gerne den Rest ausschlachten, wenn ihr wollt. Aber die Köpfe brauche ich. Was willst du mit den Köpfen? Ich muss sie vorzeigen können. Vorzeigen? Ist das nicht ein Ausweis? Ihr habt da einen Hacker bei euch, der kann Ausweise fälschen, also nein, Ausweise zählen jetzt kann nicht. Kann ich gar nicht. Quatsch. Was kann ich nicht? Wieso ist mein Maus? Also sollen wir einen Mord, mehrere Morde begehen? Und dafür bieten sie uns nur 5000 Nynians für jeden. Glaub mir, die sind noch viel weniger wert. Und die würden genauso von der hiesigen Polizei behandelt werden, beziehungsweise von unseren Wachleuten. Nur sind es einfach zu viele. Und die nutzen den momentanen Zeitfaktor Halloween, um hier Chaos zu stiften. Wir haben schon eine Ausgangssperre die gesamte Woche, die übrigens um 0 Uhr zieht, was übrigens mein Etablissement auch schädigt. Es war nur eine Nebeneinkunft und auch eigentlich nur Tarnung, aber hey, Steffi vorne muss bezahlt werden. Ja, wir ja auch, aber vernünftig. Und die Dörte auch. Oh. Es sei denn, ihr wollt Dörte bezahlen mit was auch immer. Die ist unersättlich. Ich auch. Werde nicht komisch, Alter. Komme ich später drauf zurück. War mir wieder klar. Wieso macht sich erstmal an ihn dran? Auch unersättlich, sagt sie. Also ich bin noch dafür, dass man uns wenigstens noch Munition oder so gibt, ne? Munition? Also, ihr werdet dafür halt bezahlt, Moment, ihr werdet bezahlt dafür, dass ihr die Leute eliminiert. Und pro Kopf, pro Eliminierten, kriegt ihr Geld. Spesen gibt's da keine. Ihr könnt ja sagen, ihr könnt nein sagen. Ich kann auch andere Leute fragen. Kein Problem. Ja, wir machen das schon. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Waren wir nicht letztes Mal mehr? Ja, ich habe halt erstmal die gefragt, die am naheliegendsten. Eigentlich habe ich nur das Telefonbuch aufgemacht und die ersten angerufen. Bip, bip, bip.
Wenn ihr es schafft, ist super. Wenn ihr nicht zurückkommt, ist halt Berufsrisiko. Hauptsache, ihr nehmt ein paar mit. Wäre halt cool, wenn ihr einen Beutel voll Köpfe mitbringt. Dann kann ich euch auch bezahlen. Keine Sorge, das Geld bekomme ich von demjenigen. Ich muss nur halt Beweise liefern und er muss auch sehen, dass es von seinem Grundstück ist, also von seinem Firmengrundstück. Wie sollen wir das denn machen? Das sieht man ja dann an der Anzahl, dass da weniger Leute sind. Weil ihr braucht nicht durch die Stadt gehen und einfach die Halloweener zu suchen, sondern die Halloweener auf seinem Grundstück suchen. Ja. Aber ich glaube, ich sehe nicht richtig, ne? Ja, ich sehe auch gerade einen Wolf im Bild. Warum steht der Hund schon wieder auf deinem Tisch? Ich frage mich immer, wie er es schafft. Aber ich weiß es ja. Die Couch ist ja direkt daneben, aber... Er kommt dann mal, ey! Ich glaube, wenn die vom Ohren an zurück bin, wird das Wohnzimmer umbauen. Habt ihr eigentlich schon, ein Balkon oder ist da immer noch eine Falltür? Ist immer noch eine Falltür. Aber das Haus ganz oben, das erste, das hat schon die Balkone dran. Yay. Ist aber gut, dass du die Leute loswerden willst und dann rausschickst. Ne? Hier ist der Ausgang. Nee, geht nicht, ist abgeschlossen. Aber wir können ja die Balkontür ja leider nicht öffnen, weil wir haben ja zwei Schlösser dran. Das obere Schloss, wo der Griff ist zum Öffnen und zu Schließen der Tür, steckt zwar der Schlüssel drin, aber unten von der Balkontür ist auch nochmal ein Schloss. Und das ist abgeschlossen und den Schlüssel kriegen wir erst dann, wenn wir den Balkon haben. Und dadurch können wir die Tür nur auf Kipp machen, aber nicht ganz auf. Ja, wobei aufkriegen wird es schon. Also ich würde da ganz schnell ein Loch reinkriegen, das ist doch nur Glas. Ja, das auch. Trotzdem, ich finde die Architektur gerade ziemlich geil. Ja, wir haben einen Balkon. Willst du mal sehen? Ja, ist ja nicht tief, sind ja nur 2 Etagen. Umso schlimmer. Ach, passiert doch nicht. Direkt da drunter ist Rasen. Kannst ja unten noch einen Schredder hinstellen. Oder einen Betonmischer. Ja, aber dann so. Naja gut, kommt drauf an, wie man springt. Also, ich habe jetzt nur ein Ja gehört. Wollt ihr beiden eigentlich auch? Oder soll ich, ich kann ja noch... Nö, ist Kohle. Wenn ihr Hilfe braucht oder so, dann tue ich noch jemanden hinzuladen. Sollen wir dann den restlichen Körperleichen dann da vielleicht auf dem Grundstück liegen lassen und nur die Köpfe mitnehmen? Oder was soll man machen? Ich roll da nicht noch auf. Ihr braucht keinen Cleaner spielen. Und glaubt mir, ihr werdet keine Probleme mit Lone Star kriegen. Die sind euch im Endeffekt dankbar dafür. Ihr solltet euch nur nicht auf dem Rückweg mit den Köpfen erwischen lassen. Wollen wir nicht erstellen. Yippie-yay-yay, Schweinebacke, auf geht's. Ja, dann mal gucken, wie wir das hinkriegen. Dann kriegt ihr jetzt von mir die Firmendaten. Und wo es hingeht. Denn ihr müsst eine kleinere Reise machen. Es geht nach Essen. Auf das Gelände von... Von der Krugerhalle? Nee. Also, das wäre ja noch ein relativ kleines Gelände. Ihr müsstet in den Megaplex. Das ist ein Wohnblock, der jemand gehört. Der Megaplex wird momentan, naja, er war bewohnt von vielen Leuten. Ja, jetzt ist das bestimmt auch noch, aber nur mit Flüchtlingen. Keine politischen Themen hier. Alles nein, gut. Der Megaplex ist nicht bewohnt mehr von denen, die eigentlich da mehr wohnten. Die wurden alle rausgeekelt oder sind zu dem geworden, was die jetzigen Bewohner werden sollen. Dina.